Einen wunderschönen guten Morgen, wahrscheinlich eher guten Tag oder guten Abend wünsche ich euch zu dieser wunderschönen Folge Let's Play Hometown Story mit mir, dem Drago. Ich habe mir den Kalender, den habe ich gerade gesehen. Ist der 10. Okay, Dienstag ist es. Okay, gut. Unsere erste Aufgabe des Tages besteht wie immer natürlich einzig und allein daran, unseren Laden zu öffnen. Und ich möchte heute jetzt gar nicht so viel Zeit hier im Laden verbringen. Ich möchte mit dem Geld, was wir verdient haben, unseren Laden erweitern. Und wir gucken jetzt einfach mal ganz kackendreist, sage ich jetzt mal, ob wir schon irgendwie, ob die Schmiede schon offen haben. Dass ich halt so wirklich mein wunderschönes Haus erweitern kann. Und dann muss ich wieder Holz sammeln. 30 Stück brauche ich dann. Das ist jetzt weniger das Problem, sondern eher die 30.000. Na okay, es ist noch verschlossen. Okay. Dann muss ich noch ein bisschen warten. Wahrscheinlich machen die erst um 8 auf, wie halt jeder normale Mensch arbeiten würde. Nur ich bin der Einzige, der um 6 Uhr anfängt. Mein Gott. Kann ja mal vorkommen. Ich hole mir jetzt auf jeden Fall erstmal die ganzen Items. Oder soll ich die jetzt... Naja, warte, ich weiß, was ich mache. Ich hole mir jetzt die ganzen Items, wenn welche da sind. Es sind keine da, das heißt, das fällt schon mal ins Wasser. Übrigens, apropos Wasser, es regnet gerade. Passend, ne? Wunderbar. So, schauen wir mal. Vielleicht ist es jetzt 7 Uhr. 7 Uhr könnten sie schon langsam anfangen, ihren Laden aufzumachen. Die läuft schon wieder rum. Drago. 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 Es ist nicht so, dass ich Regen mag. Okay, warum hast du viermal Drago gesagt? Ist okay. Alles in Ordnung. Passt schon. Okay. Ah, wunderbar. Bevor wir großartig viel Zeit verlieren, ich möchte bitte einen Auftrag machen. Ja, genau das hier. Und ich möchte diese Ladenerweiterung machen. Kaufen. Ja. Kostet mich 10.000. Oh Gott, mein ganzes Geld. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Drago, der Laden wird heute vergrößert. Wir sollten ihn für heute schließen. Okay. Kurz mal speichern. Ja, es waren noch keine 5 Stunden, die ich gespielt habe, sondern es war mal ein bisschen Pause, wo ich den DS weiterlaufen habe lassen. Dementsprechend wundert euch nicht über die Zeit. So, einen wunderschönen guten Tag zu... Nein, halt, das haben wir schon gehabt. So, und wir sehen, es hat sich einiges verändert. Besonders hier, dieser Tisch ist voll im Weg. Ich muss mal ganz kurz alles einräumen. So, nehme ich mal die ganzen Waren von meinen Tischen. Und jetzt sehen wir schon, wir haben ordentlich mehr Platz dazu bekommen. Wir haben auch einen großen Tresen dazu bekommen, aber ist mir jetzt auch relativ egal. So. Mal ganz kurz alle Tische wegräumen. Ich möchte das gerne ganz leer haben. Wir haben ja Zeit, es ist 6 Uhr und die Zeit, wie alle wissen, beginnt erst zu laufen, wenn die Läden aufmachen. So, also, ein Tisch. Wir werden auf jeden Fall wieder hier so eine Reihe machen. Gehen wir mal ganz kurz auf den Tisch. Hast du so, genau. Wunderbar. Da können wir jetzt mal 4 Tische machen, da komme ich immer noch durch, das passt. La 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 la. Dann möchte ich mal ganz kurz schauen. Hier. 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 Genau, so. 1, 2. Komm, noch eins. Genau, perfekt. Und... Ah, verdammt. Das war blöd. Ganz kurz mal den Tisch dahin setzen. Und... Nein, ich will nicht raus. Nein! Verdammt! Das ist den Laden geöffnet. Egal. Nur sehen die halt, wie ich hier gerade meinen Laden umräume. Ja, im Moment gibt es noch nichts, mein Lieber. Es dauert noch ein bisschen. So, hier kann ich mal... ganz frech die Tische hier machen. Okay, das sieht irgendwie doof aus. Ah, egal. Machen wir das anders.
Lassen wir hier einfach das Eck frei. Ist besser. Und das können wir so lassen. Und na, können wir eigentlich fast direkt so lassen. Das passt ziemlich gut, finde ich. Wir haben auf jeden Fall jetzt mehr Platz, mehr Sachen zum Verkaufen. Hier erstmal ein paar Milchflaschen für euch. Gras will ich jetzt nicht verkaufen. So, blaues Kraut. Was auch immer ihr wollt. Ich hau jetzt einfach mal meinen ganzen Schmarrn von meinem Inventar weg. So. Wunderbar. Die Pilze lasse ich mal noch drin. Ah ja, du hast schon rotes Kraut gekauft. Passt. Blaues Kraut weg. Ja, sehr viel wert ist das Ding dann natürlich nicht. Aber auch Kleinvieh macht Mist. So, hier haben wir noch eine Trüffel. Zack. Dann geht es jetzt erstmal los. Ja, wir können schon einiges mehr lagern. Das ist echt cool. Wenn sich das alles verkauft, haben wir jetzt natürlich wieder ordentlich mehr Geld. So, langsam sollten wir uns mal darauf konzentrieren. Jetzt die 30. Oh! Oh! Jui! Die roten Chrysanthemen. Ah ja, genau, Chrysanthemen. Was ist mit den roten Chrysanthemen? Leid. Was für ein Leid? In der Blumensprache stehen sie für Leid. Oh, die Blumensprache, also, das sind die Blumen, um die sich Pocky kümmert. Ach so. Hallo, Yui. Bist du gekommen, um dir die Blumen anzuschauen? Yui ist cool. Und weg ist sie. In der Blumensprache stehen die roten Chrysanthemen anscheinend für Leid. Was? Über die Blumensprache habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Leid also. Ja. Scheinbar. Ja, und da oben sehen wir jetzt auch schon das Haus. Da sind die Jäger eingezogen. Da oben, wenn ich jetzt gleich dort bin. Genau hier. Vamors Haus. Was hat er jetzt gesagt? Hey, du bist schlapp, raff dich auf. Wenn man arbeitet, geht's... Ja, okay. Gut, ich geh mal. Der ist mir ein viel zu harter Workaholic. Deshalb gehe ich jetzt los. Fang mal an, wieder die Items zu sammeln. Jetzt müssten sie nämlich da sein. La, 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 la. Ich habe immer einen Ohrwurm, wenn ich dieses Lied höre. Das ist schlimm. Und da haben wir schon wieder Trüffel. Mein Hals. Ich habe gerade einen Frosch im Hals gehabt. Tut mir leid. Ein bisschen was von der Krankheit merke ich jetzt immer noch. Das hält sich bei mir sehr wacker. Aber irgendwann ist es dann weg. Irgendwann. Mit genug Geduld. So, okay. Die Items habe ich auch. Ein paar Speisepilze, wieder mal Gras. Dass ich eh irgendwann nicht mehr... Wahrscheinlich hängt es mir das irgendwann jetzt aus den Ohren. Weil das Zeug ist nur 10 Taler wert. Und ich weiß nicht, so wirklich begeistert bin ich von diesem Gras in dem Spiel nicht. Wir gehen auf jeden Fall hier beim Wasserfall vorbei. Holen uns die Pilze noch ab. Die uns natürlich noch fehlen. Sodela hätten wir auch. Dann schauen wir in unserem Laden vorbei. Und dort wird es bestimmt wieder ein paar glückliche Kunden geben, denen ich ihre Geldbörse leichter machen kann. Von daher auf zu unserem Laden. In der Zwischenzeit kann ich schon mal eine Frage wieder beantworten, die The Don Fun 12 geschrieben hat. Drago, wenn du ein Pokémon wärst, welches wäre das?
Das ist eine schwere Frage. Ich denke, ich wäre irgendwie ein... Wow, okay, das sind einige. Danke für den Einkauf, danke für den Einkauf. Die wollte es nicht. Wunderbar. Wunderbar. Da hat sich schon einiges verkauft, okay. Wenn ich ein Pokémon wäre, welches wäre ich? Ach, warte mal, die Pilze wollte ich eigentlich behalten. Ich glaube, ich wäre irgendein Drachen-Pokémon. Sowas wie ein Knackrack oder ein Dragoan. Sowas um den Dreh. Das wäre, glaube ich, wäre cool. So, die Trüffel kommen natürlich mit rein. So, dann haben wir noch ein bisschen was zu essen. Wie fast alles, was ich besitze. Nur Essen ist... Aber okay. Man sieht, es wird schon einiges mehr gekauft jetzt. Ich bin schon wieder fast bei 10.000 Talern. Dementsprechend kann ich mir natürlich auch wieder viel leisten. Aber wir gehen erstmal weiter. Genug verkauft. Wir brauchen wieder Gegenstände. Wichtige Gegenstände, meine Freunde. Oh, okay. Cutscene. Na los, Pucki, gehen wir auf die Jagd. Och, ich mag heute nicht auf die Jagd gehen. Boom! Was redest du da? Komm schon! Ich mag nicht, ich habe kein Talent zum Jagen. Dummes Zeug, du bist doch ein Mann. Na schön, wie du willst. Ich gehe jedenfalls. Genau, so bist du kein Mann. Achso, das ist Hermie. Genau, so bist du kein Mann. Herbie, du weißt nichts über die Grausamkeiten der Jagd. Stimmt, ich weiß nichts über die Jagd. Aber ich habe mehr mit als du. Ich weiß nämlich, wie man einen Beweis der Männlichkeit basteln kann. Beweis der Männlichkeit? Was ist das denn? Ein Orden des Mythes. Er kann deinen Myth steigern. Mit dem Besitz allein kann man zum Mann werden. Gibt es sowas wirklich? Und dadurch werde ich mutiger? Willst du einen haben? Ja. Also gut, dann mache ich einen. Aber nur unter einer Bedingung. Vorher müsst du einmal deinen Mut unter Beweis stellen. Das ist die Voraussetzung dafür, einen Orden des Mythes zu erhalten. Mein Mut? Ja, zeig deinen Mut. Greymon Ultra Digitation zu. Abgemacht, Herbie. Gut, ich werde alles vorbereiten. Ach so, Drago, ich brauche einige Sachen. Ein Holzbrett und einen glänzenden Stein und eine Glaskugel. Die Glaskugel habe ich, glaube ich, schon. Wenn du die Sachen besorgst, können wir sofort einkaufen. Hehe. Okay. Das heißt, ich brauche wieder ein Holzbrett. Das kriegen wir ja regelmäßig. Warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken. Vielleicht kriege ich ja sogar eins. Vielleicht kriege ich auch. Ich weiß zwar nicht, wie der ein Amulett des Mutes mit einem Holzbrett machen will, aber okay. Ich frage mal lieber nicht mehr weiter nach. Ah, der Holzfäller ist gerade nicht da. Schade, schade, Marmelade. Das heißt, wir gehen einfach weiter und holen uns jetzt, wie schon vorher gesagt, die... Was Yui wohl gerade macht? Ach, hallo Drago. Oh, okay. Der ist ein bisschen verwirrt. Ist egal. So, und da. Jeder darf mal verwirrt sein. Das passiert mir auch. Da sind die Blumen. Okay. Ich bin, glaube ich, noch nie diesen Weg gegangen. Wo kommt man denn da raus? Wenn die Dorfstraße aus so geht. Aha. Okay. Interessant. Brauchen wir jetzt aber ehrlich gesagt nicht, denn ich möchte, wie gesagt, erstmal die... Oh Gott, jetzt kommt der... Ich muss jetzt zurück. Verdammt. Ich habe irgendwie meine Zeit nicht so im Auge gerade. Es ist schon fast 14 Uhr. Das heißt, ich muss zurück in den Laden und muss den fahrenden Händler kurz ansprechen. Also, zurück.
ganz schnell. Denn die Items, die es da gibt, die sind wichtig. Mega wichtig sogar. Aber warte mal ganz kurz. Ich kurz abwarten. Sprache macht Spaß. Das ist die Lumiso. Viele Fische, ich will essen. Okay. Viele Fischen, ich will essen. Okay. Kein Problem. So, kurz mal einkaufen. Ja, ach du Scheiße. 7000 Münzen. Das ist eine Menge. Teurer Edelstein. Ach du Heilige. Ich habe jetzt mal den teuren Edelstein gekauft. Den brauchen wir bestimmt. Na, den Profihammer kann ich mir jetzt leider nicht dazu leisten. Kurz Holz en masse kaufen. Und ja, den Rest machen wir mit Kupfer. Ich würde zwar ganz gern auch mal so ein paar von den teuren Steinchen hier kaufen, aber dafür habe ich nicht genug Geld. So, einmal das, einmal das, einmal das, einmal das, einmal das, das, das und das. Wunderbar. Schon sind wir wieder bei 4000 Gold. Oder Taler. So, die Pilze will ich nicht verkaufen. Dafür habe ich noch genug anderes Zeug. La 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 la. Das Kupfer kommt noch weg. Und jetzt kann ich mich auf die Suche nach den restlichen Items machen. Okay, du kannst immer noch nicht richtig sprechen. Kein Problem. Lernst du schon noch. Lernst du schon noch. Okay, so, in der Zwischenzeit, während ich jetzt hier auf dem Weg zu den restlichen Materialien bin, kann ich nochmal nach neuen Fragen suchen. Mal ganz kurz gucken, was haben wir denn hier Schönes? Ah, Hilfe, ich laufe voll falsch, merke ich gerade. Ich sollte auch auf den Bildschirm schauen, wenn ich spiele. Das wäre eindeutig von Vorteil. So, welches Let's Play hat dir am meisten gefallen oder würdest du besonders empfehlen? Also wenn es rein um meine Let's Plays gehen würde, dann... oh Gott, sehr schwer, muss ich ehrlich sagen. Oh, das ist echt eine schwere Frage, das zu beantworten. Was mir sehr gut gefallen hat, war auf jeden Fall Black and White bis zur Mitte ungefähr. Danach wurde es leider etwas eintönig, aber das Spiel an sich ist super. Und auch das Let's Play. Was mir wahnsinnig gut gefallen hat als Spiel selbst, jetzt muss ich gerade nachdenken, was ich denn alles schon Let's Played habe, das ist nämlich schon echt eine Menge. Was auf jeden Fall interessant und sehenswert war, in meinen Augen, war mein Jack and Dexter. Das war ein cooles Let's Play, ein cooles Spiel auch, also das Spiel hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, hätte ich gar nicht gedacht, aber was hast du jetzt gesagt mit Talern? Okay, nee, egal. Also von daher, das Jack and Dexter würde ich definitiv sagen. Die Pokémon-Spiele waren zwar natürlich auch generell sehr, sehr gut, aber im Großen und Ganzen hat mir Jack and Dexter vom Spiel her am besten so ein bisschen gefallen. So, das war übrigens von Joe Lear die Frage. So, dann gucken wir mal, was wir wieder Schönes verkauft haben. Wir haben wieder einen Haufen Materialien dazugekriegt. Alter, schau dich die Schlange an. Lass mich mal durch. Danke. So, ein bisschen was wegkriegen. Perfekt. Ah, verdammt. Nicht schnell genug gewesen. So.
dann knüppeln wir hier gleich mal ein paar Erdbeeren rein. Zack, 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 zack. Obst sollte ja auch ganz gesund sein. Halt, egal. Dann ist halt ein bisschen Gras mit dabei. Wunderbar. Dankeschön. Und ja, man sieht, wenn man viele kleine Sachen verkauft, kriegt man auch eine Menge Geld. Also ich bin jetzt wieder bei 7000, obwohl ich eigentlich 10.000 erst ausgegeben habe, 5000 hatte sozusagen. Aber ich habe ja noch einen Haufen Kupfer. Und dementsprechend, ja, ich bin ganz zufrieden, wie es mit meinem Budget gerade vorangeht. Und ich habe diesen ewig teuren Edelstein, habe ich ja gekauft. Kann man den eigentlich verkaufen oder ist das ein besonderer? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da ist er. Okay. Also den kann man leider auch nur so wie hergeben. Okay. Dann lasse ich den mal so am Tresen liegen, denn ich weiß jetzt nicht genau, ob das... Ach, ich nehme ihn lieber mit dem Inventar mit. Nicht, dass hier was geklaut wird. Das möchte ich dann doch vermeiden. So, wunderbar. Vielen Dank. Jetzt habe ich eigentlich nur noch das Kupfer, was ich loswerden muss. Da haben wir auch noch eine Kupferstelle. Perfekt. Sehr, sehr gut. Okay. Langsam wird es ein bisschen mau mit meinem Inventar. Ich habe fast nur noch Kupfer. Aber egal. Das lohnt sich trotzdem. Es bringt was. So, in der Zwischenzeit, während ich warte, ich warte lieber draußen, weil sonst kassiere ich immer alle ab. Ich kann noch gucken, vielleicht geben die noch eine Cutscene. Hallo, ihr zwei. Wollt ihr? Nein, okay. Leider nicht. Gut, ich liebe dieses Spiel und es frisst gerade sehr viel meiner Freizeit. Da muss ich sagen, das Spiel ist wirklich, wirklich cool gemacht. Es hat zwar ein paar Mängel, wie ich schon mal in einer Folge gesagt habe, aber die sind in meinen Augen echt zu verkraften. Weil im Endeffekt, ich finde es einfach super cool, das Spiel. Also es macht wirklich Spaß. Gut, von Amina Valentina. Was sind deine 5 Lieblingsgames? Das sind immer schwere Fragen. Also Lieblingsgames, Fragen oder Lieblings-Pokémon, Lieblings-Schauspieler sind immer sehr schwer zu beantworten. Brauchst gar nicht nach Lieblings-Schauspieler fragen, weil ich kenne die Namen sowieso nicht. Das interessiert mich relativ wenig. nein, also 5 Lieblingsgames. Da sage ich einfach mal, Secret of Mana ist mit dabei. Pokémon X ist mit dabei. World of Warcraft ist mit dabei. Zurzeit ganz deutlich Arma 3. Was sehr, sehr gut ist und sehr viel Spaß macht. Du willst unbedingt Gras haben, okay? Kein Problem. Das waren jetzt 4. Und was nehmen wir dann als 5. noch? Was nehmen wir als 5. Spiel, was ich extrem viel suchte? Ist eine gute Frage. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, ganz ehrlich. Das ist das, ich weiß, man... Lieblingsgames ist immer so ein großer Begriff, man kann das nicht so pauschal sagen. Lass mich kurz nochmal überlegen. Was spiele ich denn noch sehr viel? Ich würde sagen... Lieblingsgames... Zelda Link's Awakening. Das ist auch noch ziemlich cool. Gut, aber der Laden wird jetzt dann eh gleich geschlossen. Wir haben nur noch Kupfer. Ach du Scheiße. Egal, ich mache meine Tische voll. Auch wenn es dumm ausschaut, wenn nur noch Kupfer rumliegt. Egal. La 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 la. Ach, ich liebe dieses Lied. So, aber... War heute eh eine längere Folge, weil wir sozusagen den ersten Tag auch schon angebrochen haben und haben unser Haus erweitert. Dankeschön, Leute, fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch gefällt das Ganze noch. Vergesst nicht, Fragen zu stellen, damit ich auch immer was zu reden habe.
Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.